Ihr habt euch etwas gewünscht, und zwar das hier, das vegane Mühlenschnitzel von der Rügenwalder Mühle. Ja, Schnitzel auf Sojabasis. Es hieß ganz oft in den Kommentaren, wo es irgendwas mit veganer Ernährung zu tun hat oder mit veganen Produkten, die ich getestet habe. Probier doch mal das Mühlenschnitzel. Und ja, hier ist es. Wir schauen es uns an, was drinsteckt. Zutaten, Nährwerte sind vielleicht auch interessant. Wie kann man die Qualität vielleicht der Zutaten beurteilen? Und vor allem, das ist natürlich das Wichtigste, wie schmeckt das Teil? Wir schauen uns das jetzt hier einfach mal an und ich bin sehr gespannt. Film ab und viel Spaß euch. Ja, bevor es richtig losgeht, entschuldige ich mich erstmal mal wieder für mein verhunztes Aussehen. Der Tag war mal wieder lang. Das habe ich jetzt damit schon mal gesagt. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Nein, also die Leute, die diesen Kanal öfter gucken, die wissen, dass es da immer so kleine Späßchen eher mitgibt. Ja, nochmal hier kurz für die Kamera. Veganes Mühlenschnitzel. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir uns das hier anhand des Kamerabildes anschauen, dann sieht es doch schon mal ziemlich geil aus. Es gibt einige vegane Produkte, die, ich sag mal, auch sehr gut gelungen sind. Man denkt an den Beyond Burger oder auch an andere Burger, Incredible Burger, Next Level Burger. Es gibt also viele vegane Produkte, die wirklich es gut schaffen, etwas Originales oder ein tierisches Produkt, was die Vorlage war, nachzuahmen. Und die Schnitzel sind da ziemlich verheißungsvoll. Wie gesagt, das Bild sieht gut aus, sie haben gute Bewertungen. Die Rügenwalder Mühle macht allgemein auch gute Produkte. Ich habe ja die Salami und Mortadella von denen getestet. Da verlinke ich euch nochmal das Video in der Beschreibung. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Und jetzt eben sehr gespannt, wie das Ganze hier geht. Das bereitet man auch zu wie normale Schnitzel. 3 bis 4 Esslöffel Pflanzenöl, wie empfehlen. Rapsöl habe ich nicht. Ich habe Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzen. Mittlere Hitze 5 bis 6 Minuten. Goldbraun braten und aha, sogar zwischendurch wenden. Wer hätte das gedacht? Das Ganze ist ein veganes Erzeugnis auf Basis von Soja. Wir haben Trinkwasser als Zutat, Weizenmehl für die Panade dann wohl. Wir haben 11% Sojaproteinkonzentrat. Wir haben Weizengluten, also auch ein Eiweiß. Wir haben Rapsöl, 4% Sojaproteinisolat, Methylcellulose als Bindemittel und ähnliche Sachen. Aromen sind auch drin: Weizenstärke, Zucker, Gewürze, Traubenzucker, Hefe. Wir schauen uns das jetzt am besten nochmal genauer im Detail an, kurz die packen, damit ihr die vielleicht auch mal gesehen habt. Ansonsten heize ich auch schon mal den Ofen vor, beziehungsweise den Herd, eher gesagt, und es geht dann gleich los mit dem Geschmackstest. Ja, so sieht das gute Stück aus. Hier vielleicht nochmal die Nährwerte für die Leute, bei denen das interessant ist. Ich denke, das geht auch in ungefähr Richtung normale Schnitzel. Auch der Eiweißgehalt ist mit 16 Gramm tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das geht in Richtung Fleisch. Fett, Panade, Kohlenhydrate, das kommt mir alles recht bekannt vor. Und von daher, das ist eigentlich so einem Original schon gut nachempfunden, was das angeht. Das Design finde ich übrigens auch ganz nett, dieser Packung hier. Jetzt gucken wir mal rein, wie es da drinnen aussieht. Ich muss mal ein Foto machen, fällt mir gerade ein. So. Und jetzt gucken wir da mal rein. Es sind übrigens 2 mal 90 Gramm, also 180 Gramm insgesamt. So sehen sie aus und ja, oh, mein Herd ballert hier ganz schön, dann kommen wir jetzt die Schnitzel mal direkt rein. So sehen die eigentlich schon mal wirklich ja, aus wie Schnitzel. Recht, also es gibt ja so dünnere, dickere, das sind eher so ein bisschen dickere gemachte Schnitzel. Die Panade sieht soweit ganz gut aus Bröseln, auch die Konsistenz erinnert so ein bisschen an Schnitzel. Ich habe jetzt hier mal, wir können ja mal die Kamera rübernehmen, schub, 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 schub. Ich habe jetzt hier Öl erhitzt, sind so 3 Esslöffel ungefähr gewesen. Machen wir die mal rein. Ist noch nicht heiß genug. Wir warten noch einen Moment. So, ich habe jetzt hier gerade mal testweise so einen Krümel reingemacht. Und ja, es fängt an zu blubbern. Von daher machen wir die Schnitzel da jetzt mal rein. Soll ja auch nur auf mittlerer Hitze erhitzt werden. Wer klingelt denn da? Ich muss mal eben zur Tür und ich lasse die Dinger hier schon mal braten. Also das sieht schon mal richtig gut aus, Leute. Ich habe das jetzt von der Seite hier goldbraun gemacht. Von der unteren lasse ich es mal ein bisschen dunkler nochmal so rein aus persönlichem Interesse. Aber so sieht es schon ziemlich perfekt aus. Und ich sag mal, das hält, was es verspricht. Absolut großartig, wie das hier gerade aussieht. So, für die Knusprigen unter euch, wie gesagt, jetzt links mal länger gebraten als auf der anderen Seite. Also ich habe quasi beide gleich gebraten natürlich, aber jetzt habe ich hier die Unterseite und hier die Oberseite beim letzten Bratschritt. Ich habe sie einmal gewendet. Ihr seht, hier ist es auch dunkler, sogar ein bisschen sehr dunkel. Ich wollte mal testen, wie das ist mit der Knusprigkeit, wenn man es jetzt auch nicht ganz kaputt brät, weil ja klar, je länger man brät, desto mehr Wasser geht raus, desto knuspriger wird es. Aber wenn wir mal hören, machen wir jetzt hier wieder ASMR, vegan Schnitzelporn. Soundeffekte.
Das klingt äußerst knusprig und es sieht auch wirklich gut aus. Ich meine mal ganz im Ernst, das sieht wirklich toll aus. Ich habe jetzt hier mal Messer und Gabel und werde mir jetzt mal hier den Knusper-Crunch geben. Ja, okay, so ein bisschen. Hört ihr das? Komm, Mann, das ist extra lange, damit ich viele ASMR-Video-Aufrufe bekomme. Nein, ich mach Spaß. Okay, so. Gucken wir da mal rein. Und das sieht doch schon mal echt geil aus. Man kann sogar so eine Struktur erahnen, wie bei Schnitzel, wo man Fleischfasern hat. Hier haben wir jetzt vegane Soja- und Weizengluten und was weiß ich, was Fasern. Die Panade, tatsächlich ist die wirklich auch wie bei so einem Schnitzel, tatsächlich wirklich auch. Wie bei so einem Schnitzel, dass sie hier auch so, ja, so dran ist. Man kennt bei Schnitzeln, dass sich da die Panade auch löst. Das soll jetzt nicht negativ klingen, ich will sagen, das ist wie bei einem richtigen Schnitzel. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut vom Geruch. Rieche ich jetzt natürlich auch ein bisschen was von meinem Olivenöl. Innen drin, das Soja, das hat diesen typischen Geruch. Ich knusper da jetzt mal rein. Oh ja. Oh ja, sage ich euch. Wow. Das ist wirklich lecker. Sehr, sehr knusprig, die Panade. Das liegt natürlich an meinen unglaublich guten Bratskills. Innen drin ist es auch vom Geschmack. Ist natürlich nicht wie richtiges Fleisch. Da fehlt so ein bisschen eben der Fleischgeschmack. Aber zumindest was die Konsistenz angeht, geht das schon mal in die richtige Richtung. Ich schneide mir mal noch ein Stück ab. Was heißt die richtige Richtung? Es ist eigentlich ziemlich wie, genau wie richtiges Fleisch, so leicht elastisch, ist aber hier auch so von der Dicke sehr gut gelungen, dass man auch wirklich so ein saftiges Stück hat. Bei Schnitzeln muss man ja auch aufpassen, wenn die zu dünn sind, können sie trocken werden. Das hat man hier jetzt nicht. Das ist innen drin schon so schön saftig. Man sieht auch, dass das jetzt so ein bisschen, Wasser rauskommt. Ist jetzt kein Fleischsaft in dem Fall. Außen, wie gesagt, die Panade knusprig, nicht zu sehr gewürzt. Innen drin hat man eine leicht, schmeckt man salzig, ist auch gewürzt auf jeden Fall. Man schmeckt auch so ein bisschen, es schmeckt ja nicht nach Fleisch, es schmeckt auch jetzt nicht wie Soja. Es ist ja aromatisiert auch und so ein bisschen schmeckt man halt etwas, was mir gut schmeckt. Aber ich finde, es ist schwer zu sagen, was es ist. Ich meine, wow. Das ist ja bei vielen veganen Produkten so. Scheiße, Mann, das ist echt gut. Das ist jetzt schmeckt, aber man kann nicht sagen, wonach. Weil, ich meine, gut, wonach schmeckt Fleisch? Nach Fleisch, ja, aber wonach schmeckt Fleisch? Versteht ihr, was ich sagen will? Ich will damit sagen, es erinnert mich wirklich auch an ein richtiges Schnitzel, weil es auch so von, ich sag mal, recht gnädig ist. Ein normales Schnitzel lebt auch durch die Panade. Das schmeckt so geil, weil da eine Panade drum ist. Und auch deswegen schmeckt mir das hier so geil, weil da eine geile Panade drum ist. Das innen drin ahmt das Schnitzel sehr gut nach. Mir schmeckt das wirklich gut. Ich hatte ja auch mal von Aldi so ein Brokkoli-Schnitzel gegessen. Das war auch der Shit überhaupt. Und das hier ist jetzt das erste normale Schnitzel, was ich teste. Oder hatte ich nicht auch schon mal eins? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte schon mal zwei vegane Schnitzel. Nichtsdestotrotz, das Rügenwalder vegane Schnitzel, Mühlenschnitzel, das ist verdammt lecker. Das müsst ihr mal ausprobieren. Ich habe gerade vergessen, wie der Preis war. Das müssten so um die 2 Euro sein. Viel mehr hätte ich nicht bezahlt. Maximal 2,50 kostet das, glaube ich. Und dann ist das, glaube ich, auch okay. Teurer dürfte es aber nicht sein. Es schmeckt mir sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, wirklich, wer jetzt sich vegan ernähren will oder einfach mal eine Alternative zum Fleisch ausprobieren will, dem kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Probiert mal das vegane Mühlenschnitzel aus. Knusprig, spart nicht am Fett in der Pfanne, umso besser wird es. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie ihr dieses Produkt findet oder ähnliche Produkte. Welche würdet ihr empfehlen? Welche soll ich mal testen? Eure Meinung allgemein zu veganen Produkten. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben da zu lassen. Und ich sage Mahlzeit und ciao.